Neben großen Rollenspielnamen wie Fallout, The Elder Scrolls oder Dragon Age wirkt die Tales of Serie bei uns im Westen oft immer noch wie ein Nischenprodukt. Doch die seit den 90er Jahren veröffentlichte Reihe gehört neben Titeln wie Final Fantasy oder Dragon Quest eigentlich zu den Grundpfeilern der JRPGs. Und genau wie bei Final Fantasy müsst ihr die Vorgänger nicht kennen, um beim neuesten Serienableger Tales of Arise einzusteigen. Das umfangreiche und sehr actionlastige Rollenspiel erzählt eine ganz eigenständige Geschichte und greift zwar auch viele Qualitäten der Tales of-Reihe auf, bricht an einigen Stellen aber zum Glück auch mit der Tradition. Herausgekommen ist ein eindrucksvolles Rollenspiel-Epos mit einer mitreißenden Geschichte, packenden Kämpfen und toller Technik. Statt auf ein rein mittelalterliches Fantasy-Setting setzt Tales of Arise für seine Geschichte auf eine kontrastreiche Mischung aus Fantasy und Science-Fiction. Im Kern der Handlung geht es um zwei Planeten, ihre Bewohner und deren Konflikt. Auf einer Welt leben die Rannans, ein elitäres Volk, vergleichbar mit dem klassischen Adel, das technisch fortgeschritten und in der Lage ist, Magie einzusetzen. Diese Zauberkraft wird im Spiel Astral Arts genannt. Und während diese Magie für die Bewohner von Rannar zum Alltag gehört, ist das Wirken von Zaubern, also der Einsatz von Astral Arts, auf dem deutlich größeren Planeten Danna eine Besonderheit. Hier leben zwar viel mehr Menschen, doch die Welt ist technologisch unterlegen und nur die wenigsten können die Astral Arts nutzen. 300 Jahre vor Beginn der Spielhandlung wurde der Planet Danna von den Rannans angegriffen und besetzt. Die Prosperity und Bounty von Danna alle but disappeared overnight. Seitdem ist Danna in 5 Reiche geteilt, die alle einem Lord unterstellt und jeweils einem Naturelement verbunden sind. Es gibt Gebiete für Feuer, Wasser, Wind, Erde und Eis. Wir starten unser Abenteuer im Reich des Feuers Orbus Calaglia, wo es hauptsächlich Wüsten, Berge und Stahlkonstruktionen gibt. Von hier an geht es in geradlinigen Haupt- und Nebenquests durch eine Reihe von weitläufigen Levels, Städten und eher schlauchigen Dungeons. Story- und Dialogentscheidungen müssen wir dabei nicht treffen, Tales of Arise hat eine fest vorgegebene Geschichte, der wir lediglich folgen. Unser vom Spiel vorgegebener Hauptcharakter ist dabei, zumindest anfangs, namenlos, denn, oh Wunder, er hat sein Gedächtnis verloren. Er trägt eine massive Eisenmaske, die fast seinen kompletten Kopf umschließt und nur ein bisschen Platz für die silbrig-weiße Anime-Frisur lässt. Die Figur wird zunächst nur als Eisenmaske angesprochen und ist ein Sklave in einem Arbeitslager. Ohne richtigen Namen, aber mit viel Mut stellt sich unser Held schützend vor ein Kind, dem Gewalt von den Lageraufsehern droht. Die Rannans lassen die Danans hier nämlich große Mengen astraler Energie für die Lords schürfen. Nach einer kurzen Sondierung der überaus miserablen Lage geht es allerdings schon in die nächste Cutscene. Ein Transport in der Nähe des Lagers wird von Rebellen gestoppt und so treffen wir auf Shion, unsere erste Begleiterin. Die ist nämlich die Hauptfracht des Transportzugs. Unser Held hilft ihr bei der Flucht und schließt sich mit ihr zusammen. Shion ist zwar eine der verhassten Rannans, doch sie ist selbst nicht gut auf ihr Volk zu sprechen. Also genau genommen ist sie auf nichts wirklich gut zu sprechen. Sie trägt nämlich einen Fluch mit sich, der jeden, der sie berühren will, mit magischen Dornen attackiert. Der Clou, warum sie sich überhaupt mit Eisenmaske einlässt? Er kann keine Schmerzen spüren. Shion will die rhenäischen Lords auf Danna stürzen. Warum genau, das bleibt lange ein Geheimnis. Unser Held will ihr jedenfalls bei ihrer Mission helfen und da er keinen Schmerz spürt, ist er auch der Einzige, der das magische Flammenschwert führen kann, das Shion mit ihrer Magie heraufbeschwören kann. Übrigens ist das fehlende Schmerzempfinden vorerst auch die einzige Fähigkeit, die Eisenmaske zum Helden der Geschichte macht. Oder zumindest zum augenscheinlichen Helden. Denn der tatsächliche Star ist das Flammenschwert. Es ist heiß, mächtig und verbrennt alles. Dummerweise auch die Hände des Trägers, weshalb es niemand führen kann, der nicht gerade Hobby-Herdplatten-Handtester ist. Wer unser Held tatsächlich ist, was es mit seiner Maske auf sich hat und welche Fähigkeiten er wirklich besitzt, wird erst sehr spät im Spiel aufgeklärt. Wie üblich in der Serie werden solche wichtigen Ereignisse oder Auflösungen dann als richtige Anime-Sequenzen gezeigt. Ausgerüstet mit dem Flammenschwert geht es daran, die Lords zu stürzen und die Danans zu befreien. Dazu treten wir eine Reise durch die Reiche an, sammeln Mitstreiter ein, erleiden Verluste und kämpfen für eine gerechtere Zukunft. Im Kern also eine typische „Das böse Imperium unterdrückt die Unschuldigen“ Story. Allerdings erwarten uns auch einige Wendungen. Ein paar davon sind ziemlich vorhersehbar, andere funktionieren aber wirklich gut. Erzählt wird das Ganze mit einer wahlweise englischen oder japanischen Vertonung und optionalen deutschen Untertiteln. Allerdings sind viele Nebendialoge genretypisch auch gar nicht vertont. Stattdessen hören wir nur einen kurzen Laut oder ein Wort zu Beginn von neuen Textblöcken. Mehr Details über die Story wollen wir an dieser Stelle aus Spoilergründen nicht verraten. Allgemein können wir aber sagen, dass die Geschichte in ihren guten Momenten überrascht, mitreißt und packend inszeniert ist. Einige Szenen lassen uns sogar nachdenklich zurück und brauchen erstmal ein bisschen Zeit zum Verdauen.
und selbst in den trockeneren Parts verliert die Story nie ganz an Fahrt, auch wenn das Pacing an einigen Stellen durchaus ein bisschen flotter sein könnte. Wobei das auch davon abhängt, wie viele der doch sehr zahlreichen Nebenquests ihr erfüllt. Einige davon runden das Spiel weiter ab, weil sie die Welt und die Bewohner samt ihrer Probleme greifbarer machen. Andere sind eher unnötige Fetch-Quests. Es gibt aber auch spannende Jagdaufträge, in denen wir außerordentlich gefährliche Monsterexemplare zur Strecke bringen. Zudem schickt uns Tales of Arise auf die Suche nach optionalen Collectibles. Wir sollen Eulen finden und schalten damit Kostüme frei. Klingt jetzt erstmal nicht sonderlich spektakulär, hat sich beim Spielen aber als überraschendes Highlight herausgestellt, weil uns jede Eule mit den verschiedenen Schuhu-Lauten ein Schmunzeln auf die Lippen zaubert. Und weil wir nach und nach unseren Kleiderschrank mit etlichen neuen Klamotten füllen. In der Ultimate Edition sind auch gleich diverse komplette Sets enthalten, vom Samurai bis zur Bademode. Neben solcher Verspieltheiten einerseits ist Tales of Arise andererseits auch das bislang politischste Spiel der Serie und greift besonders Themen wie Rassismus in der Story auf. Die Hauptfigur selbst bleibt dabei zwar relativ geradlinig auf seiner "Wir kämpfen für das Gute, weil es richtig ist" Schiene, bei den Nebenfiguren und in anderen Aspekten der Handlung wird aber aufgegriffen, wie Rassismus entsteht und oft unterbewusst ausgelebt wird. Wir sehen sogar Beispiele in den eigenen Reihen, die zeigen, wie schwer es ist, Vorurteile zu überwinden. Zudem bleibt es nicht nur bei einfachen Schwarz-Weiß-Darstellungen, auch die Wechselwirkungen innerhalb der Gruppe werden gut in Szene gesetzt. Diese Truppe besteht neben Eisenmaske und Shion übrigens noch aus der Magierin Rinwell, dem Faustkämpfer Law, der Paladinin Kisara und dem Stabkämpfer Dolahim. Auf den ersten Blick entspringen die Charaktere der Klischeekiste, der quirlige Faustkämpfer, die schüchterne Bücherwurm-Magierin und so weiter. Jeder unserer Mitstreiter hat aber eine eigene Geschichte mit tragischen Hintergründen, die in Tiefe über die Klischees hinaus verleiht. Daraus entstehen oft auch Spannungen innerhalb der Gruppe, die dann in Extra-Szenen, aber auch während des Spiels ausgetragen werden. Eines der bekanntesten Features der Tales of-Reihe sind die Gespräche zwischen den Gruppenmitgliedern, die diesmal als Comic-Panels dargestellt werden. Die Gestaltung der Panels kann optisch überzeugen und ist sehr abwechslungsreich. Die Inhalte der Gespräche variieren stark von trivialen bis zu ernsten Themen und lassen uns gut die Charakterentwicklung verfolgen. You see, we Renans have hardly any such objects that trace back to our distant past. Aber wie spielt sich das denn eigentlich nun alles so? Die Antwort ist ganz klar, wie ein klassisches JRPG mit Fokus auf viel Action in den Kämpfen. Bevor wir da allerdings ins Detail gehen, noch ein Wort zur Erkundung der meistens recht weitläufigen Spielbereiche. Wir können diesmal nämlich auch außerhalb von Kämpfen springen und so von kleineren Abhängen oder über Bänke hüpfen. Das mag jetzt für einige lächerlich klingen, für Kenner der Serie ist es allerdings eine sehr wohltuende, moderne Neuerung. Das war's dann aber auch schon mit den modernen Ausreißern. Ansonsten hält sich Tales of Arise ziemlich an die Genre-Standards. Es gibt also nicht zu viele Ausrüstungsslots, ein rudimentäres Kochsystem und Skilltrees mit aktiven und passiven Fähigkeiten im Kampf. Und dann gibt es noch einen Bauernhof. Korrekt, wir können auf einem Bauernhof Rinder, Hühner und Schweine und mehr züchten, um stetigen Fleischnachschub für unser Lagerfeuersteak zu sichern. Oh, und natürlich können wir angeln. Welches japanische Rollenspiel würde schon auf Angeln verzichten? Wobei das Angelsystem für unser Empfinden unnötig verkompliziert wurde. Aber jetzt zurück zum vorhin schon kurz angeschnittenen Kampfsystem. Bevor es allerdings überhaupt zum Kampf kommt, sehen wir unsere Gegner bereits auf der Oberwelt und können ihnen auch in den meisten Fällen aus dem Weg gehen. Die KI ist hier ein wenig träger und lässt sich oft austricksen. Was aber nicht unbedingt schlecht ist, da wir so selber bestimmen können, wie viel wir kämpfen wollen. Allerdings gilt das nicht für Kämpfe vor wichtigen Schlüsselpunkten. Ein Gameplay-System aus früheren Tales-Spielen fällt dabei übrigens weg. Es gibt diesmal weder für uns noch für die Gegner die Möglichkeit, uns zu überraschen und so einen Kampfvorteil zu erhalten. Der eigentliche Kampf läuft dann in Echtzeit ab und wir steuern primär einen Charakter aus unserer vier Figuren starken Haupttruppe. Die anderen drei Teammitglieder agieren, je nachdem welchen Taktikmodus wir ausgewählt haben, weitestgehend selbstständig. Wir können jedoch auch jederzeit während des Kampfes wechseln, wen wir steuern wollen. Außerdem hat jeder unserer Kumpanen einen Boost-Angriff, der extra viel Schaden macht und neue taktische Möglichkeiten bietet. Wir können beispielsweise gegnerische Zauber abbrechen und die Schilde von besonders stark gepanzerten Feinden brechen. Die Tastenbelegung auf dem Controller ist dabei allerdings ein wenig gewöhnungsbedürftig, lässt sich aber genau wie an der Tastatur frei belegen. Die beiden Mitstreiter, die es nicht in die Startaufstellung geschafft haben, müssen aber nicht auf der Ersatzbank versauern. Sobald ihre taktische Fähigkeit aufgeladen ist, können wir sie in den Kampf rufen, um gegnerische Manöver zu kontern. Das Kämpfen abseits von Bossen und Spezialmobs entwickelt sich weitestgehend dahin, möglichst schnell viele Treffer zu landen und dann die Combo-Finisher abfeuern zu können. Dabei tun sich jeweils zwei Mitstreiter für einen besonders mächtigen Angriff zusammen, die meistens nicht nur effektiv, sondern auch hübsch anzusehen sind.
Darüber hinaus kann jeder Charakter auch noch besondere Mystic Arts nutzen, die ebenfalls effektvoll inszeniert sind. Aber das gilt im Grunde für alle Kämpfe. Hier findet ein wahres Effektfeuerwerk statt. In den meisten Fällen sieht das auch gut aus und vermittelt ein gutes Machtgefühl. Manchmal kann das Effektgewitter aber auch die Sicht zu stark behindern, was unsere Kontermöglichkeiten einschränkt. JRPG-typisch hat Tales of Arise dabei grundsätzlich ab und an mit Grindpassagen zu kämpfen. Während die meisten Standardkämpfe oft recht flott vorbei sind, kommt es im späteren Spielverlauf durchaus zu Flaschenhälsen. Dann müsst ihr entweder ein bisschen Erfahrungspunkte farmen und aufleveln oder euch mit knackigeren Kämpfen und hohem Itemverschleiß auseinandersetzen. Oder ihr wechselt den Schwierigkeitsgrad. Zur Auswahl stehen zunächst Handlung, Normal, Mittel und Schwer. Wir können während des Spiels frei hin und her wechseln, falls wir es gern knackiger oder eben ein bisschen entspannter mögen. Und wer noch einen Schritt weitergehen will, kann die Charaktersteuerung im Kampf sogar auf vollautomatisch stellen und sich zurücklehnen. Die Monster sind übrigens durchaus interessant gestaltet, werden euch aber wahrscheinlich nicht umhauen. Zudem recycelt das Spiel gerade nach hinten raus einige Gegner trotz der eigentlich großen Vielfalt vielleicht etwas zu oft. Demgegenüber stehen dann aber die Kämpfe gegen die Lords, die zu den Highlights des Spiels zählen. Hier kommt die hübsche grafische Gestaltung nämlich besonders zur Geltung, weil die Lords eindrucksvolle Spezialmanöver auf dem Kasten haben. Aber auch sonst sieht Tales of Arise einfach sehr gut aus. Besonders im Vergleich zum 2016er Vorgänger Tales of Berseria. Den großen technischen Sprung verdankt das Spiel zum einen dem Wechsel auf die Unreal Engine 4, zum anderen aber auch dem von den Bandai Namco Studios entwickelten Atmospheric Shader, der bei der Darstellung von Licht, Schatten und Farben für mehr Dynamik bei der Farbgestaltung und hellere Hintergründe sorgen soll. So macht das Erkunden der Welt Spaß und lädt immer wieder zum Stehenbleiben und Genießen ein. Alles in allem erfindet Tales of Arise das japanische Rollenspielrad damit nicht neu, aber poliert die Felgen auf Hochglanz und pumpt die Reifen nochmal ordentlich mit frischer Luft auf. Es besticht mit einer tollen Optik, fordert mit knalligen Kämpfen und fesselt mit einer spannenden Story und vielseitigen Charakteren. Auf jeden Fall eines der Rollenspiel-Highlights des Jahres.